Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus Kanada. Wir haben die Erlaubnis erhalten, euch ein paar kanadische Wohnmobile im Video vorzustellen. Hierfür herzlichen Dank an Woody's World in Calgary. Woody's World ist einer der führenden Wohnmobilhändler in Kanada. Viel Spaß beim Video. So, in XXXL Womoland müssen wir natürlich auch in ein XXXXL Wohnmobil gehen. Und hier sind wir bei Woody's World in Calgary. Und da haben wir jetzt die Genehmigung, dass wir uns mal zwei Wohnmobile oder auch mehr anschauen wollen. Aber ich denke zwei langen. Und als erstes gehen wir natürlich einmal in ein XXXXL Modell. Ist das eins? Ich weiß nicht, das ist nur einmal Slide-Out, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, es gibt vermutlich auch noch größere, aber ich denke von Anfang lang, der mit 8 Schlafplätzen ist also für jeden geeignet. Und da schauen wir jetzt einfach einmal rein. Schauen wir mal, wie die aufgebaut sind, wie sie eingeteilt sind. Und ja, einfach einmal aus Neugier, was einfach so mal bieten, schon gucken. Ohne, dass wir das Interesse haben, das zu kaufen. Ja, klar. Und vom Geld mal abgesehen. So schaut das Modell von außen aus. Und da sieht man schon einen Slide-Out. Jede Menge Platz. Und natürlich auch ein entsprechender Überhang. Bin schon gespannt, wie das von innen ausschaut. Der Slide-Out ist übrigens relativ lang, also nicht nur eine Couchlänge, sondern deutlich länger. Das ist Woody's World. Und hier befinden wir uns gerade. Ja. Also hier für den Barbecue ist hier ein Außenwaschbecken und auch ein Grill. Und natürlich braucht man, wenn man im amerikanischen Bereich ist, da zählt ja auch Kanada, auch außen einen Fernseher. Man will ja schließlich informiert sein, auch wenn man draußen zusammensitzt. Das könnte eine Mikrowelle sein. Das ist eine Mikrowelle, ja. Ah, ich habe wahrscheinlich nur gesagt Grill, aber vielleicht ist es kombiniert. Grill ist da sicherlich irgendwo auch zum Rausmachen. Da unten scheint es Gras zu sein, weil es da Vorsicht heißt. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal rein. Also da haben wir einen Wechselrichter. Schau mal, Helle, ich würde sagen, das ist ein Gastank. Das ist ein Gastank, jawohl. Da ist sicherlich auch der Grill nicht weit. Da haben wir Tomatik. Die Ursi ist nicht geschrumpft. Nein, hier gibt es ganz schön viele Stufen. Erstmal nach oben, aber da ist natürlich Platz en masse. Da kann man ja richtig drin tanzen. Ja, das Dekor ist etwas kanadisch. Würde man so in Germany wahrscheinlich nicht durchgehen lassen aktuell. Aber es hat ja jeder andere Länder, andere Sitten und andere Geschmäcker. Dann gehen wir jetzt erstes mal ins Schlafzimmer rein. Und da sieht man schon ein schönes XXL-Bett. Natürlich Elektronik verbaut da hinten. Das ist überall der Fall. Und da hat man ein Seitenfenster. Und auch gleichzeitig als Notausstieg gedacht. Denn die Sicherheitsvorkehrungen in Kanada sind mindestens so streng wie in Deutschland. Da sind genügend Schränke. Logischerweise ist der Fernseher auch dabei, dass jetzt keine zwei da sind. Das wundert mich ein bisschen, aber vermutlich ist der gedacht für Mann und Frau, die sich einig sind. Und da haben wir auch ein Fenster. Mit Fliegengitter ist in Kanada übrigens sehr wichtig. Ja. Natürlich in Deutschland auch, aber in Kanada noch mehr, denn da gibt es noch mehr unangenehme Fliegen. Ja, große, die sind nervig. Und, aber schau mal hier, das sind ja riesen Fächer. Da. Also ist schon alles ein bisschen größer. Ja, aber das kann man ja einbauen. Aha, schau mal, hinter dir ist ein Schrank. Der Kleiderschrank, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, passt schon was rein. Und das da ist der
Freezer sozusagen. Kühlschrank. Ja. Ja. Der Kühlschrank, der ja. ist von Dometic, eine Marke, die viele von euch kennen. Und also das Gefrierfach. Also unterscheidet sich gar nicht so sehr. Oder? Ja, würde ich sagen. Ja, unterscheidet sich gar nicht so sehr. Ja, auch viel größer natürlich, viel, viel größer. Auch der Herd- und Backofen natürlich in XXL. Klar, bei so einem Mobil hat man natürlich auch mehr Platz. Das ist Mikrowelle. Ja, Mikrowelle, Backofen ist drunter. Ja, und am Herd. Ja. Alles Automatik. Und sehr viel Platz. Also das, die Systeme hier sind alle ein bisschen anders. Da muss ich mich auch erst mal durch wurschteln, wie das alles so funktioniert. Ist Gas, oder? Ja. Mhm. Doppler. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal kurz. Oder wolltest du die Schubladen aufmachen? Nö, alle brauchen wir ja heute aufmachen. Schau mal, zieh mal aus, ob's. Ja, da ist. Aber die Schubladen wären vielleicht mal interessant. Ja, ich wusste jetzt nicht, dass da. Wollen wir hier? Nur? Ja, natürlich. Ja. Schublade ist ganz klar. Hoppala. Ja. Ja. Man, ja, das ist Holz sogar, ne? Ja, ja, weiß nicht, ob das Holz von ja, mir. Das halt ja. ja, ja. Span halt. Spanplatte. Ja. Mhm. Span und furniert. So, ja. Dann haben wir hier das Badezimmer. Ja. Das mit einer XXL-Dusche. Also das ist für, wirklich für Paare, die sich verstehen. Die können gleich zu zweit duschen. Toilette. Allerdings wissen wir jetzt nicht. Ja, Dometic. Was wissen wir nicht? Ob sie jetzt, was für ein Kassettensystem, das sie haben. Aber vermutlich ist es ein Fäkaliengang. Die Fächer sind natürlich schon sehr groß. Ja. Ist alles ja. viel größer natürlich. Es ist ja auch Platz da. Ja, ja, ja. So, ah, das quietscht. Hier. Das quietscht wie immer altes Schloss. So, hier natürlich durch den Slide-Out. Das ist natürlich Wahnsinn, was man hier Bewegungsfreiheit hat. Ja, und wenn man schaut, hier ein riesengroßer Fernseher. Ja, ohne den wäre es nicht möglich, genauso wenig wie ohne Klima. Ja. Die alles obligatorisch ist. Oh, das ist bequem. Ja, logisch ist es bequem. Ist richtig bequem. Ja, da haben schon einige Platz. Aber sag mal, habe ich. Ach doch, da ist ja noch ein Hubbett, oder? Weil ich habe gedacht, ich hätte ja. gelesen für 8. Ja, auch. Für 8 zum Schlaf. Aber vielleicht kann man da noch was. Man kann hier die Couch ausziehen. Mhm. Und man kann hier das Hubbett runterlassen und hinten das Bett haben wir schon gezeigt. Ja. So, wenn man sich jetzt das vorne anschaut am Fahrerhaus, da sieht man schon, also man braucht einen hochwertigen Führerschein. Was heißt hochwertiger Führerschein? Ja, meiner ist ja nur bis 7,5 Tonnen. Und der ist über 7,5 Tonnen, das Fahrzeug deutlich über 7,5 Tonnen. Schau mal, da unten ist sogar ein Fenster. Ja, damit die Füße rausgucken. Nein, die Füße, sondern damit der Fahrer da bessere Sicht hat, was seitlich steht. Ach so. Denn das Spiegelsystem ist relativ begrenzt, wie es elektronisch weiter verbaut ist. Das weiß ich natürlich nicht. Aber die Spiegel sind relativ klein natürlich für so ein Riesenfahrzeug. Also auf Ford übrigens gebaut, aber natürlich nicht Ford Deutschland oder Ford Europa, sondern Ford Kanada, was einen ganz anderen Stellenwert hat oder eine ganz andere Marke ist. Oh, guck mal, schau mal. Ist alles irgendwie so Spannplatte, aber irgendwie lustig. Lustig ist das. Ah, da kann man auch nochmal. Moment, da habe ich auch noch Blatt gefunden, ja. Das also hier. Und ich weiß nicht, hast du das jetzt schon, wie ich das rausgezogen ja. habe? Hast du das schon? Irgendwie? Videos schneiden während der Fahrt, also. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt über Preis haben wir bewusst noch nichts gesagt. Ihr könnt euch ja jetzt selber noch mal eine Zahl in den Kopf bringen, ja. Was kostet so ein Wohnmobil? Habt ihr da Vorstellung? Dann sage ich es euch. Das kostet 195.000 Kanada-Dollar. Und 195.000 Kanada-Dollar sind 135.000 Euro. Hättet ihr das gedacht, wenn ihr überlegt, was ich für Karthago, Hümer, Morello,
Ja, Morello. Ein Morello in der Größe, würde ich sagen, unter 500.000 geht da gar nichts. Ja. Und natürlich kann ich zur Qualität nichts sagen, aber die Preise sind also exorbitant günstig. Denn wenn ich denke, was wir für unseren Gustl mit 7,5 Meter Länge bezahlt haben, dann hätten wir uns dieses Wohnmobil auch sehr locker leisten können. Natürlich ist sicherlich kein Solar drauf und dergleichen, aber Wechselrichter etc. Fernseher ist eingebaut, das habt ihr gesehen. Und natürlich die Fahrerlaubnis muss man sich extra besorgen, aber die ist ja auch bei Morello nicht dabei. Was ich auch noch rausgefunden habe mittlerweile, kam nämlich ein freundlicher Mitarbeiter vorbei und der hat mir erklärt, dass ein Fäkalsystem als Toiletten eingebaut ist. Aber wie groß der Tank ist, das weiß er nicht, aber XXL wie natürlich alles in Kanada. So, das war jetzt der eine Wagen und jetzt schauen wir nochmal weiter durch Woody's Womo-World. Ja. Ja, genau. So, wenn wir in so einen großen reingehen, dann wollen wir natürlich auch in einen, der deutschlandtauglich ist, reingehen. Ich sage es auch, das haben wir einfach so, ja. Und das wäre jetzt hier dieses Fahrzeug, hat auch einen Slide auf. Wir laufen erst einmal drumherum und hat die Dimensionen von einem Wohnmobil, wie sie hier in Deutschland üblich sind. Und da schauen wir mal rein, Ossi, oder? Mhm, genau. So, also. Und hier auch Slide out. Das ist Usus in Kanada. Ja. Natürlich auch mit einer großen Markise. Und wenn man das von außen so anschaut, dann hat man schon Lust, da mal reinzugehen. Und das machen wir jetzt, Ossi, oder? Ja, aber schau mal, hier ist auch fürs Grillen, Camper immer. Oh, hier ein riesen Tisch. Schon mit drin. Und Steckdose, habe ich schon gesehen. Und das müsst fürs Gas, fürs Kochen, ja. Und alles Mögliche, ja. Und da drüben hat sie ja auch noch Sachen. In Kanada ist alles drauf eingestellt und wir haben euch ja schon einen Campingplatz gezeigt, wie der aussieht. Beziehungsweise zeigen das noch in einem anderen Video. Und da seht ihr schon, dass es notwendig ist, dass man da ein Selbstversorger ist und natürlich auch sich die Zeit außerhalb des Wohnmobils bequem macht. Ja, weil hier campen sie wirklich in der Natur. Richtig. Und auch außerhalb vom Wohnmobil, nicht nur als Übernachtungsplatz, wie wir beide jetzt oft nutzen, unser Wohnmobil. Ja, wir fahren ja immer auf Stellplätze. So. Ja, das sieht jetzt ganz anders aus, dieses Fahrzeug, aber natürlich auch riesen viel groß, viel Platz hat es hier. Kein Vergleich mit unserem Gustl? Nein, natürlich nicht. Hier ist alles wup, zum Tanzen. So, hier haben wir oben schon mal einen Alkoven für... Mit Fernseher. Logisch. Mit Fernseher, Alkohol. Schlafgelegenheit ohne Fernseher geht nicht, wir sind in Kanada. Dann haben wir hier das Fahrerhaus. Da brauchen wir gar nicht weiter dazu sagen, ist auch auf Ford-Basis. Und in dem Fall sogar mit viel Technik, also mit Instrumentbedienung. Ich gehe mal davon aus, dass ein Tempomat etc. dabei ist. Und dann hier der große Wohnbereich jetzt mit Slide-Out. Das ist diese Bank, die bei Slide-Out funktioniert. Und natürlich das Fahrzeug ganz außergewöhnlich breiter macht. Ja. Kann das sein, dass das hier noch Tisch zum Randstellen ist? Weil der Tisch ist ja schon sehr, sehr schmal hier. Das ist der Tisch, den man hier noch anstellen kann. Zeig mal, den sehen wir da. Nee, ist aber auch irgendein Tisch, aber wo der jetzt genau hinkommt, ist jetzt nicht gerade ersichtlich, ist aber auch nicht so wichtig. Ja, wir wollen schon, das Fahrzeug ja nicht kaufen. Der war übrigens schon gelegen, bevor wir rein sind. Also nicht, dass wieder jemand sagt, wir haben das Fahrzeug zerlegt. Ja. Naja, und wie ihr, schau mal, dieser riesen... Oh, oh,
Dieser riesen Kühlschrank. Ja, ist so extrem größer als unser Reser. Oh, der ist um einiges größer. Okay. Oh, ja, 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 ja. Und guck mal, das Gefrierfach alleinig. Also da können Sie Eiswürfel machen. En masse. Und die Küche ist natürlich sehr schön, also mit den Ablageflächen. Wobei so extrem ist es auch nicht, weil das eine ist ja Waschbecken, habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, wie das. Aber man kann die Ablagefläche hier noch erweitern. Mhm. Ja, ja, aber der Herd ist ein richtig großer Herd im Prinzip, ja. Also halt ja, aber ich will da jetzt nicht überall rumziehen. Kanadien-Steil. Ja, dieses dunkle Holz sieht man hier noch sehr, sehr viel. Das sind schon mal sicher. Dann schreibe mal bitte. Hier ist irgendwie, da kann man alles möglich einstellen, ja. Und dann schauen wir noch mal. Ins Schlafzimmer, ja, das ist ein riesen Bett. Oh ja, für Queensbettfreunde ideal. Aber hier hat es gar kein. Ah, doch, hier ist ein Fenster, ein Seitenfenster. Aber wie gesagt, ich will da jetzt nichts großartig rumfummeln. Ist auch besser so. Ja, ja, das sind andere Systeme. Ja. Also hier ist auf jeden Fall ein Fenster. Ja, keine Attrappe, das ist echt. Ja, klar, warte mal hier und das hier. Ist das Bad, Ossi? Wahrscheinlich, genau. Okay, machen wir jetzt mal rein. Hm? Ja. Oh je. Was heißt hier oh je? Die Toilette. Was ist mit der? Ziemlich eng. Dafür ist die Dusche groß. Ja, ist klar. Kann man wieder zu zweit rein. Ja, sieht so aus. Können wir, willst du mal reingehen oder gib mir mal schnell? So. Das ist natürlich hier ja, nicht schlecht. Mhm. Ja, hat auch was. Ganz anderer Stil. Ganz anders alles, ja. Ja, ist im Kanada. Vorsichtsstufe. Ja. Also der Doppelboden ist wohl nicht 100%, denn es ist eine Stufe im Fahrzeug. Also ich weiß nicht, wie die Türe hier aufgehen. Also die Schublade gehen auf. Und die auch nicht. Entweder muss man richtig festziehen oder da gibt es noch einen Trick, den ich jetzt hier noch nicht habe. Also die Schubladen sind nicht Womo-Style in Germany, sondern sie sind eher normale Wohnmöbel-Style. Ja? Es ist ja auch mit Holz gebaut. Also ich würde mal sagen, das ist Jahre her, dass man so in Deutschland ein Wohnmobil gebaut hat. Ja, auf jeden Fall. Da ist keine einzige, also ich habe jetzt keinen einzigen Schrank gefunden, wo man das Schubfach rauszieht, so oder mehr. Da ist kein nichts mit Auszug oder aha, so. Aha, okay. Ja, und auf der Seite auch nicht. Da habe ich auch schon geschaut. Ist auch nichts mit Auszug. Also ist. Ja, der Küchenbereich. Ossi, was fällt dir auf? Ja, hier gibt es gleich eine Abzugshaube, Mikrowelle und hier an die Spüle. Oh, ist sehr schwer. Und hier Steckdose, versenkbare. Wow. Schwer, ganz schön schwer. Ja. Ja, die kanadischen Frauen, die haben Kraft. Ja, sieht so aus. Und hier den Schrank. Hier gibt es aber keine Einlegebögen. Doch, die kann man reinkaufen. Ja, vermutlich. Also sicher jetzt hier auf jeden Fall nichts drin. Ich weiß nicht, die stapeln vielleicht. Also große Schränke sind es auf jeden Fall. Mhm. Hier nur mal der Gesamteindruck. Also jetzt kommen wir mal zum Preis, was ja immer gern als letztes genannt wird. Das machen wir natürlich auch so. Der Preis wird euch auch erstaunen im Vergleich zu dem, den wir vorher gezeigt haben. Der ist nämlich bei 162.000 kanadischen Dollar, sprich 110.000 Euro. Und da muss ich sagen, 110.000 Euro, Ossi, was sagst du dazu? Gar nicht so schlecht, oder? Also da kriegt man bei uns so ein Wohnmobil sicher nicht. Wobei, ich, wie gesagt, also wir haben uns das Wohnmobil nur angeschaut, die Raumaufteilung. Wir können zur Qualität, zur Verarbeitung und zu sonstigen Dingen
nichts sagen. Nein, wollen wir jetzt auch nicht. Wir wollen es euch nur zeigen. Ist nur einfach, genau, zum Zeigen, wie hier diese Wohnmobile eigentlich sind. Genau, einfacher Eindruck, so schaut es aus. Wenn ihr mehr sehen wollt, ein Tipp, steigt in den Flieger, fliegt damit 10 Stunden, kommt nach Calgary zu Rockies World, oder wie heißt er? Oder wie auch immer er heißt. Ja. Immer schreiben es unter rein oder blende es ein. Sagt einen Gruß von Ussi und Helle und dann dürft ihr alle Wohnmobils anschauen. Ja, genau. Ciao. So, und da haben wir den Zubehörshop. Die Ussi gehört nicht dazu. Nein, aber ich habe was gefunden. Ein beheizbarer Chairstuhl. Ja, für Kanada ist das natürlich brauchbar, da ist es ja recht kalt. Sieht in Kanada, dann in der Praxis, das sind natürlich diese Auflecher, denn die sind viel einfacher zu handhaben. Erstens kann man den Truck, der davor ist, dann auch im Stadtverkehr benutzen, was sehr häufig gemacht wird. Ja. Also sehr viele fahren mit Trucks rum nach wie vor. Und diese Auflecher sind natürlich auch wesentlich leichter zu handhaben, wenn man mal in der Einsamkeit steht. Denn oftmals muss man ja dann da doch einige Kilometer fahren, bis man zum nächsten Laden kommt. Und dann kann man seinen Aufleger einfach stehen lassen, fährt hin und ist wieder versorgt. Also für Kanada würde ich sagen, wenn ich mir in Kanada ein Wohnmobil kaufen würde, würde ich mir einen Truck und einen Aufleger kaufen. Aber die zeigen wir euch jetzt nicht, weil wir sind ja Womo-Reisen mit Spaß. Ja, genau. Und es soll auch nur ein Eindruck sein. Ja. Wir bedanken uns bei Woody's World, dass wir da reinschauen durften und hoffen, dass wir euch ein bisschen was zeigen konnten. Ja, einfach mal Interesse halber. Genau. Also es ist nichts, Das war keine Bewertung oder Fahrzeugvorstellung, das war einfach ein Eindruck aus Woody's World oder aus der Caravan World oder aus der Mobile Home World von Kanada. Ja, genau so. Habe ich es gut gesagt, Lucy? Ja, genau. Ja, alles gesagt. Also keine Details. Ja. Keine Details. Alles gesagt, das war's von Woody's World. Ja. Wir hoffen, der Einblick in die kanadische Camperwelt hat euch gefallen. Wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und gehen jetzt nochmal mit der 360-Grad-Kamera durch sämtlich vorgestellte Fahrzeuge.